Das dauert hoffentlich noch lange, aber was machst du nach WoW? Also wenn es WoW nicht mehr geben wird? Boah, das ist eine schwierige Frage. Weil darüber mache ich mir auch sehr ungern Gedanken, ist glaube ich verständlich, ne? Aber sollte man natürlich gleichermaßen irgendwie im Auge haben. Und ich habe ja andere, ich sag mal, Standbeine ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich probiere mich ja auch in Hörbüchern aus, ne? Ich betreibe ja jetzt seit Jahren meinen Hörbuchkanal Die Nachteule und versuche da meine Hörbuchstimme zu formen, sprecherische Erfahrungen zu sammeln, durfte schon Kurzgeschichten aus der Community einlesen, arbeite aktuell noch mit dem guten Max zusammen und seiner Meuchelmörder-Chronik-Trilogie, darf da Kobolde einsprechen, wie auch Drachen und Menschen, Feen, alles Mögliche und versuche da, mich selber so ein bisschen stimmlich zu schulen, sollte vielleicht irgendwann wirklich so eine Synchronecke interessant werden, ja. Und das sind alles aber Projekte, für die ich momentan auch nicht so Zeit habe, die ich gerne irgendwann mal angehen würde, nicht weil ich davon überzeugt bin, dass ich da hingehe und sage dann hier, ich bin's, let's go, sondern weil mich interessieren würde, wie weit ich kommen würde auf so einem Weg, ne? Und gerade würde diesen Weg beschreiten aber bedeuten, das hier alles zu reduzieren, ja, wenn ich irgendwas davon versuche, neben den täglichen Videos und täglichen Streams zu verfolgen, würde das nicht gehen, so, da würde ich, glaube ich, innerhalb von einem Monat einfach ausbrennen kreativ, oder ich würde beides nur halbherzig angehen können, oder, und deswegen, ja, sind ja so ein paar Türen offen, so ein Spalt geöffnet, so ein paar andere Pläne sind ja möglich. Und ich denke, auf sowas würde ich mich dann stürzen, wenn nicht WoW zu Ende ist und Blizzard das nächste Banger-MMO rausknallt, wo wir einfach alle rübersiedeln. Ne? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, es kann so viel passieren in dieser Zwischenzeit, aber ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Und sollte WoW irgendwann die Beine hochreißen, dann ist das ein sehr dunkler Tag für mich und auch meine Freude am Content produzieren. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie 7 Wochen weinend in der Dusche sitze und sage, so Leute, das war's jetzt mit meinen Kanälen, haut rein, auf Wiedersehen. Sondern vielleicht gehe ich dann voll in die Variety-Richtung, vielleicht wird ein anderes Game ausprobiert, vielleicht sage ich auch, Leute, bis hierhin war geil, das ist der Wink mit dem Zaunfall, wir hören uns demnächst in irgendeinem Anime als Synchronstimme, das ist dann mein neues Ziel, oder ich versuche irgendwie Hörbücher, Radio, whatever. Also da, ja, versuche ich immer ein bisschen dran zu bleiben, so ein Fenster offen zu haben, so einen Fuß in der Tür zu haben, ja, aber eben alles sehr niedrig köchelnd, so. Und nie derart, dass ich da jetzt wirklich feste Pläne habe, weil das hier ist ja das, was ich machen will. Und darum ist vor allem die Priorität, davon nicht abzuweichen, beziehungsweise das nicht zu gefährden, in welcher Form auch immer. Und darum, ja, sind das teilweise vermutlich Luftschlösser, die man da im Hintergrund so baut. Aber eben welche, die greifbar sind, ja, nur jetzt eben noch nicht von mir ergriffen werden. Würdest du bzw. ihr für einen guten Job auch nochmal umziehen? Denke schon, aber ungern. Ungern. Dass du vielleicht bis nach Köln zu Bausch ziehst für mehr Medienkram? Zu Bausch? Wegen mehr Medienkram? Das wilde Connection auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Also gerade synchrontechnisch ist halt Berlin zum Beispiel der Shit, ne? Da hat man ja bei diesen ganzen Netflix- und Anime-Produktionen, wenn man da immer die gleichen Stimmen hört, auch das Gefühl, dass sie mal eine Woche in so ein Studio eingesperrt werden, alles durchsynchronisieren, Woche frei haben, nächste Woche wieder rein und durchboxen, ne? Also, klar, da müsste man dann gucken, für einen Dönermann würde ich umziehen, genau. Da müsste man sicherlich schauen, dass wenn man so ein Ziel verfolgt, ja, wenn man jetzt, was weiß ich, Sänger werden will, Synchronsprecher oder was weiß ich, Rapstar oder was auch immer die Träume und Ziele von anderen dann sind, dann kann das auch mit einem Location-Wechsel einhergehen, ja, weil du dann einfach die Kontakte hast. Hier ist ja auch Networking heutzutage, die Technik natürlich, ne. Wenn ich jetzt irgendwie Sprecher für eine Doku werden wollen würde, dann müsste ich mir sicherlich nochmal ein Sprechertraining gönnen. Das heißt nochmal, habe ich ja noch nie gemacht, aber würde ich natürlich gucken, dass ich meine persönlichen Voraussetzungen nochmal pushe. Und dann brauchst du natürlich auch ein gutes Studio, dann brauchst du einen Aufnahmeleiter und so weiter, ja. Das ist nichts, was ich von zu Hause immer gerade synchronisieren kann. Und das sind natürlich alles Faktoren,
wo ich jetzt eben auch keinen Bock drauf habe. Ja, weil all das gehört ja dazu. Na, klar weiß ich das zu schätzen, wenn Leute reinkommen und senden ihre erste Nachricht und sagen, ey, mach doch mal Synchronsprecher. Ja, aber ist ja nicht so, als wäre das jetzt mal nebenbei. Es würde halt meinen kompletten Lifestyle verändern. Alles, was ich momentan mache, liebe und bin, würde das verändern. So, weil du angefangen damit raus musst, ja, in andere Städte, in Studios und. Dann, ja, ist das natürlich auch gleichermaßen Sprung ins kalte Wasser. Ne? Fängst du an mit irgendwelchen Demo-Tapes, fängst du an, dich auf irgendwelchen Seiten zu listen, fängst du an, zu irgendwelchen Castings zu fahren und. Und das ist halt, ja, auch einfach viel. Ne? Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und das ist mir sehr bewusst und deswegen, ja, hat man sowas natürlich im Hinterkopf und ich freue mich sehr über das Lob in dieser Richtung. Aber weiß eben auch, dass das nichts ist, was ich jetzt nebenbei mal angehen werde, aber vielleicht eben eines Tages, und da sind wir jetzt wieder am Anfang, da ist es eben eine coole Sache, irgendwie zu wissen, dass man da womöglich eine Chance hätte, und wenn Gaming, Internet oder was auch immer, technisch egal in welcher Hinsicht mal alles zusammenbricht, dann kann ich sagen, ey, bis hierhin war auf jeden Fall geil, und jetzt probieren wir halt was anderes, ne? Und diese Situation wiederum, die ist mir dann ja sehr bekannt von den Anfängen der Geschichte, die wir hier gerade gemeinsam durchleben. Nur weiß ich nicht, wann und ob das passieren wird. Aber wenn, dann bin ich mental zumindest vorbereitet, ja. Bilde ich mir zumindest ein. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Mache ich auch immer. Erstmal zu einer Agentur. Und dann den Audiodateien und Unterlagen vorlegen und sagen so, let's go, ich bin ihr neuer Synchronsprecher, ja. Einfach irgendwo anrufen, weißt du, irgendwie bei Lidl oder so, hallo, ja, ich bin jetzt ihr neuer Synchronsprecher, ach so, ja, cool, wir haben eh gerade neue Werbung, ne, kommen Sie rüber. Genau so läuft das vermutlich bei einigen. Da muss ich wieder dran denken, an einen ehemaligen Klassenkameraden, der dann auch das Gymnasium verlassen hat. Und auch allgemein wohl auf anderen Schulen dann mit Ach und Krach so seinen Abschluss geschafft hat. Also der war schon immer ein bisschen spezieller, sage ich mal. Ja, nicht generell dumm, aber sehr speziell in seiner, ich sag mal, Weltwahrnehmung. Und ich weiß noch, wie wir ihn dann Jahre später mal auf dem Weihnachtsmarkt getroffen haben. Und da hatte er halt seinen Schulabschluss fertig. Und hat uns dann erzählt, dass er ja total überrascht war, weil er muss sich bei den Firmen bewerben. Bro, diese verdammte Legende hat gedacht, der macht seinen Schulabschluss und dann melden sich die Firmen bei ihm. Junge, wir dachten halt, der verarscht uns, ne? Haben so gelacht, aber der hat nicht gelacht. Das war sein Earnest. Also irgendwo da draußen gibt es Leute, die vermutlich for real so denken. Einen habe ich schon mal kennengelernt. Holy fuck. Aber das ist auch derselbe Typ, den wir mal beim Einkaufen getroffen haben. Und den wir dann angesprochen haben, der einfach vorbeigegangen ist. Und beim Rausgehen an der Kasse haben wir nochmal gesehen, da hat er sich entschuldigt und meinte, sorry, hab euch nicht erkannt, bin total auf Pilzen. Hey, Mann. Das war ein Typ, ja. Das war wirklich, das war ein Typ. So, das ist dieser eine Dude aus den Phipps-Asmussen-Geschichten. Nur, dass er wirklich existiert. Holy fuck. Ach nee, Leute gibt's manchmal, ne? Leute gibt's. Muss aber sagen, dass ich deine Story-Games inzwischen mindestens genauso sehr feiere wie die WoW-Streams. Das freut mich. Hast einfach ein Talent dafür, fieberst mit dem Zuschauer mit und schaffst es auf ganz natürliche Art und Weise, sie mit deiner sympathischen Art in den Bann zu ziehen. Das hast du aber wunderschön formuliert. Ja, das freut mich natürlich sehr zu hören. Und das sind natürlich auch alles, wenn auch nicht unbedingt gezielt, aber durchaus auch Experimente, die dann irgendwann ein Auffangkissen sein könnten, ja, sodass man dann eben, wenn es WoW irgendwann nicht mehr geben sollte, Träne wegwisch, dass man dann ohnehin zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr nur der WoW-Dude ist, sondern dieser Dude aus dem Podcast und der Dude mit den Hörbüchern und der Dude, der früher WoW gemacht hat und jetzt, was weiß ich, in welcher Richtung, ja. Sind, wie gesagt, keine Sachen, die ich anstrebe, sind auch keine Sachen, über die ich gerne nachdenke, aber die irgendwie im Hintergrund ab und zu dazugehören, ja.
Und darum zählt da all sowas, was ich tue, denke ich, mit rein. Das ist ja an sich arbeiten, bilde ich mir ein. Das ist ja in sich selber investieren. Ja, klar, habe ich auch diesen Hörbuchkanal gemacht, weil ich Bock drauf habe, weil ich Spaß dran habe und weil ich diese Geschichten erzählen will. Aber natürlich auch, um hoffentlich besser zu werden. Ja, und da hatte ich letztens auch einen Kommentar bekommen, diese Meuchelmörder-Chronik, die ich jetzt einsprechen darf, die hatte ja jetzt ihren dritten Band. Und der kam auch ein bisschen später raus, weil als ich den zweiten eingesprochen habe, wurde der dritte gerade erst geschrieben. Und dann hatte ich jemanden, der nochmal den ersten, zweiten und jetzt den dritten gehört hat und dann eben langen Kommentar geschrieben hat, was sie alles verbessert habe an Atmung, Betonung, Flow, Geschwindigkeit. Und das war natürlich mega, ja. Und da merkst du dann, dass das schon lohnt, auch in dieser Form, da sind wir wieder bei Zeit, in sich selber zu investieren, ja. Und was man dann über diese Wege doch kennengelernt hat. Ne? Ich bin ja so gesehen auch Cutter. So, das läuft ja mit. Du bist Social Media Manager, du bist Grafikdesigner mit den Thumbnails und Kanälen und. Ne? Du hast so viele Skills, die du dir auf diesen Wegen aneignest, so. Und jeder von euch auch, egal in welchem Bereich ihr da irgendwie tätig seid. Ne? Das soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung werden. Das soll jetzt nur zeigen, wie viel ja mittlerweile damit drin hängt und wie viel einem, bin mir sicher, hat jeder von euch auch irgendwas, wie viel einem dadurch ja weiterhilft, ne, für welche Wege auch immer. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, nicht verachten sollte bei solchen Geschichten, ne, und wie viel man manchmal vielleicht auch unbewusst in sich selber investiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das ab und zu auch zu sehen. Da habe ich dann den Vorteil als Creator, als Internetpräsenzbesitzender, dass ich direktes Feedback bekomme von Leuten. Das scheidet dann meistens aus, wenn man alleine seinem Hobby nachgeht, ja. Aber ich glaube, auch das sollte man ab und zu sehen. Und vielleicht auch häufiger sich nicht unbedingt mit anderen, aber mit sich selber vergleichen, ja. Wenn man sich anguckt, wo man selber vielleicht vor 5 Jahren war in solchen Geschichten, dann ist es, glaube ich, wert zu sehen, wo man doch jetzt steht und wie viel sich da auch selber bei einem verändert hat. Im Idealfall dann begleitet mit einem Lächeln. Leider manchmal auch das Gegenteil, aber dann gibt man sich nochmal 5 Jahre. Und dann wird das. Der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Zeit bedeutet auch eigenes Tempo. Gegenbeispiel. Ich wollte ja meinen Heal leveln und dachte mir, hey, fliegst du den Entenboss killen? Droppt der Teppich, also 2 Tries auf das Mount, jetzt dürft ihr mich hassen. Du hast Glück, Nickel, denn Zane hat das vorhin im ersten Versuch gezogen, also hassen wir sie und nicht dich. Nimm die Mistgabel. Du wirst nicht gejagt, du kriegst auch eine. Zane führt noch die Spitze an heute. Da hast du Glück gehabt, in der Hinsicht, ja. Wir sind schon bei Rügelon, Freunde der Sonne. Das heißt, wir sind auch gleich schon beim Kerkermeister. Ich bin gespannt, ob jemand runterfliegt. Ich glaube, unseren Rogue hat's entschärft, ne? Diese Abkürzung, ja, die ist immer gefährlich. Tayen, hi. Die ist immer gefährlich, ich sag's euch. Ich denke, irgendwann, in vielen Jahren, wird ein kleiner Bub mit dem WoW-Stream anfangen und sein Steuerberater ist dann Craft. Boah, so Karate-Kid-Story, ne? Wenn man selber der Meister wird. Geil. Ja, ich glaube, diesen Weg werde ich nicht einschlagen. Ich glaube, das ist keine Option, die ich gerne machen würde. Darum wäre das dann eine sehr kurze Steuerberaterkarriere, ne? Aber ich würde vermutlich mit dem Klienten dann gemeinsam im Knast landen. Das ist vielleicht auch ganz schön. Wäre ein guter Plot für irgendeinen Adam Sandler-Film zumindest. Oder man wendet sich anderen Spielen zu, was du ja schon mehr oder weniger machst, was somit schon mal ein ganz guter Anfang wäre. Genau, also sowas zähle ich auch mit rein in diese Füße, die man dann so in der Tür hat. Ja, aber ohne eben 24/7 so wirklich drauf zu achten. Ja, ich denke, es ist gleichermaßen wichtig, Notfallpläne zu haben. Aber genauso wichtig ist es, diese nicht im Fokus zu sehen, weil die dann vom eigentlichen Plan ablenken könnten. Ja. So, wenn ich das alles irgendwie im Hinterkopf behalte, dann könnte ich, glaube ich, nicht mehr 100% für das geben, was ich jetzt machen will. Sondern dann würde alles so ein bisschen auf Sparflamme laufen, so ein bisschen verwässern. Ne?
Das ist dann auch gefährlich. Aber das ist meine eigene Philosophie. Es gibt bestimmt auch Leute, die müssen sich jeden Abend, wenn sie irgendwelche persönlichen Experimente wagen, so an die Notfallpläne erinnern, sonst kriegen sie kein Auge zu. Ja, das muss jeder für sich selber so ein bisschen austüdeln, denke ich. Kraft macht ASMR-Unboxings. Oh Gott. Ja, also oh Gott, weil bin ja kein großer ASMR-Fan. Aber ich glaube, wenn man in dieser Richtung investieren würde... Oh Junge, dann wäre das vielleicht auch eine Option, ne? Ja. Der Part mit dem Mikro abschlabbern, den ich dann auf OnlyFans, Junge. Da wird schön das Ohrmuschelmikrofon ausgepackt und dann geht's da aber richtig rund, ne? Oh Junge, gut, dass ich für diese Fälle mit Tobi und Tool geübt habe. Diese Männer haben mich vorbereitet, genau für diese Situation. Okay, denkt dran, im Boden sind Löcher. Bei 60% springt hinter eine Säule, weil er wird euch sonst übernehmen. Ja, achtet drauf, 60% Bossleben, hinter eine Säule rennen, Sichtfeld blockieren. Oder ihr seid raus für den Rest des Kampfes. Das wäre unangenehm. Und wir haben so viel Schaden, der ist auf 60% und macht erst die Fähigkeit. What? Junge, jetzt ist er schon fast unter 50. Was seid ihr für geisteskranke Böllerer wieder? Yo, Wuja. Das ist insane. Seht ihr übrigens diese sneakenden Husky-Faces hier bei Details? Bei den Pets liebe ich. Das sind einfach die offiziellen Pet-Symbole von Details. Junge, finde ich richtig gut. Und der Kerkermeister, ja. Ich muss Elf-UI updaten. Irgendwie habe ich es heute ständig, dass ohne dass ich was drücke, mein Target auf einmal weg ist. Und unten stand schon, ne, bitte update Elf-UI, beep, boop. Da sollte man wirklich hin und wieder drauf hören, ey. Sonst wird das Addon langsam sauer. Und macht einen Haufen Unsinn. Oh ja. Okay, 97. Versuch auf das Reittier. Und es wird einen 98. geben. Und leider keine Beute. Aber ich habe einen Gürtel, das ist gut. Den muss ich gleich nur umschmieden. Und dann machen wir den Elementarsturm. Jawohl. ATT auch updaten, einfach alles. Der wird richtig reingegangen in die Update-Software und einfach so oft aktualisieren gehämmert. Vermutlich lade ich aus Versehen auch Addons runter, die ich gar nicht haben will. Alles kann passieren, ja. Bietest du dich eigentlich als Sprecher auf Seiten wie Fiverr an? Nee, wurde mir tatsächlich auch empfohlen, auch vom lieben Max, wo ich die Chronik einsprechen darf auf dem Hörbuchkanal, die Nachteule, ihr wisst Bescheid, auf YouTube. Und da hat er auch gesagt, ey, ich habe noch so ein paar Autorenkollegen, die würden auch gern, aber ja, selber Grund wieder mit der Zeit, ne? Ich schaff's gerade so alle 2 Wochen eine neue Folge von dem Jetzt-Hörbuch rauszubringen. Nebenbei würde ich noch gern mehr WoW-Hörbücher machen und da geht's schon wieder los, ja, deswegen... Wäre das auch eine Option, aber das wäre, glaube ich, einfach zu viel. Das wäre dann ein klassischer Fall von, müsste was anderes drunter leiden und das will ich momentan zumindest noch nicht. Solange es sich so anfühlt, ne, als würde was anderes drunter leiden, da finde ich es dann doof. Wenn ich schon mal drüber nachgedacht, in einer Behind the Scenes von Seven vs. Wild erzählt der Sprecher, dass sie ihn damals auf Fiverr gefunden haben. Cool. Ja, ich höre ja auch gern den Porn-Podcast, Grüße an den Onkel. Und der gute Jochen, der ist ja auch medial sehr verknüpft und ist auch auf so Sprecherseiten gelistet, ja, wo man dann auch gucken kann. Wäre auch eine Option. Na, das sind alles so Sachen, die habe ich auf jeden Fall im Auge. Aber solange der Tag nicht 48 Stunden hat, werde ich das nicht unter einen Hut bekommen, ja. Auch weil ich in Teilen zu faul bin, das sei auch dazu gesagt. Sicherlich wäre das irgendwie zu schaffen, aber nicht so, dass mir das gefällt. Wer ist Barlow? Das ist so eine alte WoW-Legende, Chloa. Musst du mal bei Goggle reinschmeißen. Da findest du einiges. Also nicht nur Porn, aber Barlow. Ja, ich glaube, das funktioniert. Obwohl es da auch sehr erotische Bilder gibt. Aha. Ja, mach das mal. Ich weiß nicht, ob das der Pansky oder der neue Mediv aus Alimania war, aber der Typ hat beim Krömer angefangen und ist aktuell zu hören... In den Assassin's Creed Games sogar. Ah ja, guck, ne, das ist einmal richtig da Fuß gefasst, genau. Bei Dalek Dingens in Dungeons auf Netflix ist er der Kochzwerg, sehe ich da auch. Ja, cool. Also das wäre irgendwann schon echt geil, auch so ein Weg, ne. Am liebsten natürlich auch im Gaming-Bereich, aber... Ja, was mich dran hindert, ist einfach, dass ich mein Jetzt-Dasein und die Art, wie ich mich ausleben kann, sehr liebe... Und darum momentan kein anderes Ziel verfolgen möchte.
Aber sollte sich das ändern, dann werden da konkrete Pläne in solche Richtungen vermutlich erstmal führen und sei es nur, um sich da auszuprobieren. Ja. Nichts anderes war ja das hier. So. Und jetzt gucken wir T-Mock gemeinsam an. Ne? Mache ich dann auch. Wenn dann andere Sprecher reinkommen, erstmal gucken, Leute. Passt der Schal auch zu den Schuhen? Junge. Und dann geht das los, ne? Auf Ehre. Guti, ihr seid auch wirklich wegen T-Mock gerade hier, oder? Die Linie sieht noch so ein bisschen aus, als würdet ihr irgendwie handeln oder tanzen oder... Nee, doch nicht. Okay, na so ein bisschen. Ein bisschen, guck mal, es wird doch noch gedanced. Gromira haben wir von den wilden Greisen. Und Gromira hat ein sehr schönes, feuriges Set. Oh, das ist aber wirklich cool an einem weiblichen Ork, oder? Ich sag's ja immer wieder, weibliche Orks, die haben wirklich sehr, sehr schönes Scaling für die meisten T-Mock-Teile. Und wir haben hier ein bisschen was Moderneres aus Dragonflight. Wir haben ein bisschen was aus Feuerlander, aus MOP mit dabei. Wir haben ein bisschen was aus Classic mit drin. Wir haben hier Hochfels, ne? Wenn ich an Tektus denke, müsste das sein WOD, also sehr, sehr viel Feuriges mit reingemixt. Und ich verbrenne einfach alles, wollte ich sagen. Ja, und das vor allem mit einem sehr unterschwelligen Feuereffekt, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie Full Feuerlandegear oder so, sondern es ist eher so ein schwelender Brand. So eine pulsierende Glut in den Teilen. Und das passt ja auch super zu diesem alten Set mit diesen Lavarinnen. Und deswegen ist diese Kombi, finde ich, eine sehr gelungene, die auch mit diesen eher verbrannten Farben, diesem äschernen Grau und diesem glimmenden Braun daherkommt. Sehr coole Kombi. Dezentes Feuer, liebe Leute. Wir haben... Hier wird die Musik immer ein bisschen laut am Ende vom Mausoleum. Ja, da hast du recht. Muss ich gegen anschreien gleich, zwergischer Lord. Hier ist immer wild. Das ist Azeroth, die singt zu uns, ja. Architaka haben wir mit auch schicken neuen Shami-Schultern in Kombi mit so einem Maldraxus-Knochenflegel, der beim Schamanismus Ahnen und Knochen wunderbar funktionieren kann. Wir haben ein schönes Stachelschild, ebenfalls da die Knochenelemente. Wir haben einen fetten Gürtel von der Tradi-Rüstung und wir haben hinten einen Umhang, der gerade auch diese blau-grauen Töne auch hier aus diesem Überwurf an der Hüfte nochmal auffängt. Also ein schön vollgepacktes Shami-Set, was mit neueren Elementen, aber auch ganz alten spielt und vor allem diesen knöchernen Aspekt, dieser Ahnengeister auch in den Schultern, ja, wunderbar mit auffängt. Cool. Vor allem diese riesigen Pelzteile, die hier runterbaumeln. Hui. Wir haben Lambas ohne Brot, dafür aber erster Maat Sturmschnabel und Saban, ja moin, im wunderbaren Piratengear mit einer ebenfalls wunderbaren Kanone. Jawohl, da steckt noch ein Böller oben drin, aber das funktioniert natürlich auch wunderbar, ne? Augenklappe mit dran. Yo ho, Kapitän, da kann geändert werden und im Notfall wirfst du die ganze Kanone einfach wie so ein Böller, ja. Zack, zerab, easy. Wir haben den Personalausweis aus der Steinzeit vielleicht, ne, ist hier dann so reingeritzt worden. Und wir haben Celestine mit einer herrlichen Blubbelbubble auf dem Kopf. Ein Set, das aus vor allem älteren Teilen besteht. Ich meine, ein bisschen Handelsposten zu sehen und ein bisschen Revendress, ne? Oh, und ein bisschen Legion. Guck mal hier, Fellow Melorn ist auch mit dabei in dieser Lava-Gesteins-Variante. Ansonsten aber ältere Teile, ja, auch wenn wir uns das Unterhemd ansehen, die ersten Tage der Blutelfen, diese Schultern hier, die man irgendwo in Westfall aus einer Kiste gelootet hat, diese ganz kleinen stofflichen, ja, dazu eine schöne rote Maske und ein bisschen mehr Haut gezeigt, aber vor allem dieses dunkle und rote Thema doch übergreifend beibehalten, auch mit der roten Mähne natürlich wunderbar zu vereinbaren und darum stark reduziertes Set, das aber gerade in diesen farblichen Regionen wunderbar funktionieren kann. Nur bei dem Hemd würde ich nochmal überlegen, weil dieses Goldgrün, da tut man sich, glaube ich, mit dem Gesamtflow nicht unbedingt einen Gefallen, aber das vergisst man auch mal schnell, ne? Davon abgesehen, aber schöne, vor allem alte Variante hier, kombinatorisch hervorgebracht. Shureko mit dem ganzen Jahr. Dankeschön. Warhammer-Figuren bemalen und Craft nebenher. So schön kann's sein. Ehre. Habe ich jetzt auch einige im Freundeskreis, die da komplett im Malfieber sind, ja. Da ist eine richtig große Community, ey. Habe ich lange Zeit unterschätzt. Geil. Herr Argene mit der 24 am Stizzle.
Dankeschön. Wir haben Zinja. Und Zinja hat ein herrliches graues Gesamtset gebastelt. Wow, das sind wirklich schicke Übergänge. Zumal wir hier oben ein bisschen T8 vom Rogue haben, glaube ich, aus Uldua. Dann diese Maske, meine ich, aus dem PvP. Und dann hier unten ein bisschen Nialota, was nicht nur dieses Grau, sondern auch das Lila auffängt. Im Gürtel genau dasselbe. Als Waffen haben wir diese ebenfalls leicht lila angehauchten aus der Eiskronen-Zitadelle, die einfach hervorragend zu diesem Gesamtset passen. Also das ist ein richtig geiler Gesamtflow, kombiniert aus altem Votelka und neuerem Nialota. Nicht nur schick, sondern auch gut vorbereitet auf 11.0. Ja. Nice. Sonika auch den Teppich gezogen. Ja geil, Glückwunsch. Und unser Vulpera, Junge. Bist du der Letzte? Ja, Jezero mit der nicen Kappe ist auch wieder am Start, Junge. So ein herrliches Set, ne? Schön rot und warm. Ein halber roter Drache. Sehr, sehr cool. Clan der Red Cloud. Nice. Mit diesem weißen Fell und diesem tiefen Rot und Gold. Das fetzt einfach. Hat was Königliches. Das muss man bei einem Vulpi erstmal hinbekommen. Cool. Dann würde ich jetzt ein Grüppchen aufmachen, falls wer Bock hat, den Elementarsturm mitzunehmen. Einfach ruckzuck da 100 Viecher zusammenpulen oder 200 brauchen wir ja. Und dann gönnen wir uns den einfach noch. Dankeschön für die Runs hier. Oh, ich muss noch umschmieden. Warte. Bevor wir umloggen, nicht, dass ich das vergesse. Das wäre richtig kacke. Dann logge ich gleich um. Gebt mir noch ein Minütchen. Denn beim Fingertipps-Minutenspiel brauchen wir nie länger als eine Minute, um alles umzuschmieden. Yes. Ich bedanke mich für den Run. Jetzt habe ich das Nervigste für den Meta-Erfolg weg. Sehr gut. Ja, wenn man da noch nicht drin war, ne? Das kann in der Tat auch kacke sein. Aber dann konnten wir das abhaken. Sehr schön. Und ich habe das in 5 Minuten vom T-Mogger zusammengebaut, weil ich nicht wusste, was ich auf das halbe T8 moggen soll. Manchmal ist das so, ne? Manchmal sitzt man tagelang und ist irgendwie mit dem Gürtel unzufrieden und manchmal bam, 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 sucht sich das T-Set von alleine. Wie bei den Zauberstäben mit Harry Potter, ne? Das ist genau dasselbe, nur in der WoW-Version. Oh, Junge. Also ich sehe dich eher als Sportmoderator. Ja, da bräuchte ich nur Ahnung von Sport, ne? Das ist das Problem. Du könntest auch Bela Reti beerben. Genauso viel Ahnung von Fußball hast du auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Okay, es wird scharf geschossen, Lul. Aber das wäre natürlich funny. Sicherlich dann eher so im E-Sport-Bereich, ne? Da habe ich ja immer als Hotz noch richtig aktiv war. Da habe ich immer gehofft, da irgendwie mal ein Turnier moderieren zu dürfen. Da habe ich ja lange Zeit auch Commentaries gemacht. Da war ich auch noch nicht genervt durch Allergie und allergisches Asthma. Ne? Da konnte ich noch wie eine Gatling-Gun einmal rausseppen. Aber dann war Hotz einfach weg, ne? Aufs falsche Pferd gesetzt. Scheiße gelaufen, ja. Passiert. Aber auch da, wer weiß. Ne? Wer weiß, wer weiß. Wir bewerben uns alle gemeinsam. Mein Umkreis sagt mir immer öfter, dass meine Stimme voll gut ist. Wenn wir mehrere zusammenholen, haben wir vielleicht eine Chance, vielleicht so als Gruppe, also TKKG-mäßig. Vielleicht gründen wir dann unsere eigene Agentur, so ein bisschen wie früher, wenn man auf irgendeiner Party so nach dem dritten Bierchen Leute gefunden hat, die auch WoW spielen und dann hat man so gesagt, ja, morgen sehen wir uns in-game, leveln wir einen neuen Char, mal 5 gegen 5 Arena-Team. Das ist dann so ähnlich wie die Synchronsprecher-Variante. Aber ja, ich meine, letztendlich ist auch das, ich sag mal, Entdecken in dieser Richtung und das Ausprobieren natürlich ein bisschen einfacher geworden. Ja, Leute sind sich da ihrer Stimme bewusster, können die leichter bewerben. Problem dabei ist auch, habe ich ja schon mal erzählt, dass du aber natürlich auch in diesem oft freiberuflichen Synchronfeld dann auch massive Konkurrenz hast. Na, da gab es ja mal so eine Ausschreibung schon ein paar Monate her zu einem kleinen Indie-Game, der dann für die deutsche Version seines Spiels Sprecher suchte. Da hatten mich ganz viele verlinkt, habe ich ein paar Files hingeschickt. Ja, und wer hat sich mitbeworben? Die deutsche Stimme von George Clooney und so weiter. Ja, weil die eben auch freiberuflich sind, jetzt nicht unbedingt immer Festverträge haben, geregeltes Einkommen und dann alles mitnehmen, was geht. Ja. Und dann hast du natürlich die Chance, durchs Internet dich leichter zu connecten, Erfahrungen zu sammeln, zu vergleichen und Aufträge zu bekommen. Aber deine Konkurrenz ist halt auch direkt der fucking Endboss. Ja, also, das ist schon ein zweischneidiges Schwert auch ein bisschen. Aber natürlich spannend, ja, weil wenn du dann mal gewinnst, dann hast du auch gewonnen. Ist so. Eigentlich hatte ich mich nicht mal aufgestellt.
Ach so, gerade mit dem Set. Ja, weil du nur kleine Änderungen vorgenommen hast. Du warst nur stehen geblieben, weil du noch am Nachschauen warst. Auch gut, ja. Auch gut. Wir haben es trotzdem gern gesehen. So mögen wir das. Und der Sturm ist da drüben. Jawollo. Dann haue ich mir mal die Verfolgung rein und dann mache ich Gruppe auf. Sandsturm in der Ebenen, like this. Und dann mache ich organisiert Schlachtzüge klassisch Gruppe LOL, L-O-H-L und dann bängen wir ein paar Zentauren hier aus dem Leben. Also falls ihr das noch braucht, falls ihr jetzt keiner anmeldet, okay, da sind ein paar, dann join ich einfach einer anderen Gruppe. Ja, da müsst ihr eigentlich unter Benutzer definiert nur nach Storm suchen und da ist dann eigentlich immer was am Start oder ihr macht was selber auf, aber wenn ich das richtig sehe, dann können auch wir unser Grüppchen machen. Im Raid würde ich es nicht empfehlen, weil man sich dann, meine ich, gegenseitig diese Open-World-Kills klauen kann. Ne? Da kommt es ja ein bisschen drauf an, wer wann wie wo am schnellsten taggt. Darum gibt es manchmal Raid-Gruppen. Ich würde aber eine Fünfer-Gruppe empfehlen, ja. Wenn dann alle da sind, genau wie wir das gerade machen, einfach reinspringen, alles zusammenpolen so. Und dann läppert sich das eigentlich recht zügig, ja. Wenn es für die Raids schon nicht klappt. Dann wenigstens jetzt hier, ganz genau. Mal eine Frage, habe auch mit Retail angefangen. Spiel den Unholy DK. Wie ist der so im Endgame? Du, wenn du nicht gerade jemand bist, der jetzt irgendwie die mythische Raids zeitnah clearen will und M plus 30 Interim laufen möchte und so, dann sind alle Klassen eigentlich ähnlich stark getuned, ja. Und da macht es für die allerwenigsten Spieler Sinn, tatsächlich auf solche Statistiken dann zu achten, was das Rausholen aus der eigenen Klasse angeht, jetzt im Top-DPS-Heal- oder sonst was Bereich betreffend gesagt. Und darum performt er wunderbar, hängt aber natürlich auch immer von dir selber und dem Gear und das, was du daraus so machst, ab, ne? Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, wenn du jemand bist, der da sehr erfolgsorientiert ist, dir diese Statistiken zu ersuchen, ja. Die gibt es auch auf Newsseiten wie Wowhead, wenn man einfach so ein paar Keywords sucht wie WoW Top Class Ranking oder sowas. Und dann kann man damit arbeiten. Aber würde ich jetzt nicht zwangsweise empfehlen. Ja, viele schaffen es leider nicht, diese Statistiken richtig zu lesen. Beziehen die dann irgendwie auf alles und jeden, auch in niedrigstufigen Spielbereichen. Und schlussfolgern da wirklich weltfernen Schwachsinn. Und das muss man erstmal schaffen in der Fantasy-Welt. Darum, wenn du jetzt beim Unheilig-Todesritter ein gutes Gefühl hast, dann behaupte ich, bleib bei dem, beschäftige dich richtig mit dem, hol dir gutes Gear und dann wirst du ordentlich wegrasieren, ja. Und dieses ganze Statistikgelö, das ist dann eigentlich wirklich nur interessant, wenn man auch in spielerischen Bereichen ist, wo es dann auch so kleinere Prozente eben ankommt. Und das ist, ich sag mal, gerade anfangs selten der Fall. Da gibt es manchmal Ausnahmen, ja, da gibt es Spieler, die fangen mit WoW an und haben eben wirklich nur Spaß an diesen Zahlen, nur Spaß an diesen Statistiken, ne, denen würde ich dann natürlich empfehlen, sich weiterhin damit zu beschäftigen und nur darauf zu gucken, aber erfahrungsgemäß sind das so wenige, dass ich immer erstmal zur Vorsicht mahne, was sowas angeht, weil es leider auch passieren kann, dass man sich dann mehr verbaut, wenn man nur auf diese Zahlen guckt, was jetzt Spielspaß angeht, ja, als dann irgendwie am Ende was Sinniges bei rumkommen hat. Oh, hier sind schön viele noch drüben. Hier war noch keine andere Gruppe. Geil, Junge, der Spot ist halt so klasse im Vergleich zu anderen Spots, wenn ich hier an Erwachte Küste denke mit den Geraldinen und so, ja. Richtig lecker. Icy Line mit dem 9. Dankeschön. Der ebenso schön von Steuererklärung und Beratern gesprochen hat, habe ich mal eben meine Steuererklärung gemacht. Hab mich da gerade getriggert gefühlt. Manchmal braucht man so einen Moment, ne? Na, gucke, wir haben schon über 50 Kills jetzt. Sehr, sehr gut. So lobe ich mir das. Dann ist jetzt nur die Frage, flattern wir da runter? Oder lieber hier rüber? Hier wird auch schon gefightet. Oh, da können wir noch mit rein. Und der größte Scam, finde ich, bei diesen Elementarstürmen ist, dass man ja nur elementar ermächtigte Mobs killen muss, weil nur die zählen. Und das sind nie die Elementare, oder? Das sind immer die Mobs, die ohnehin hier wären, die dann verstärkt werden von dem Sturm. Das heißt, nur die Zentauren und die Hunde zählen. Und wenn wir Primalisten und Elementare angreifen, dann zählen die einfach nicht. Hier, guck mal, nicht verstärkt. Das ist so beknackt, Junge. Dadurch dauert es meistens doch noch ein bisschen länger. Weil viele Gruppen dann auch, ne, immer schön die da hinten mitnehmen, aber die zählen gar nicht. Die haben einfach gar keinen Buff.
der für uns dann in den Erfolg ziehen würde. Das ist irgendwie auch weird. Ja, wir ermächtigen alles elementar. Außer Elementare. Okay, Bro, stabil. Stabil. Die sind ja schon elementar, aber nicht ermächtigt. Zwergischer Lord. Das ist doch wie diese aufgestiegenen Aszendenten-Dudes hier. Zu Cutter hatten wir die doch an jeder Ecke. Da müssen wir doch differenzieren. Den müssen wir anscheinend nicht. Blizzard hat ja selber auch keinen Bock. Anscheinend müssen wir das doch nicht. Oh, hier sind auch wieder schön viele. Sehr, sehr gut. Der wird gerade zusammengepult. Die gönnen wir uns. Sehr schön. Und vorhin, ich hatte es nur aus dem Augenwinkel gesehen, war noch eine Frage wegen Shakes and Fidget. Da hatten wir jetzt letzten Monat ja wieder wunderbare Sponsor-Segmente auch mit dem österlichen Event-Dungeon. Und da hatten wir jetzt viele, die auch angefangen haben. Auch viele neue Gesichter in der Gilde. Die Gilde hat, glaube ich, nur 50 Plätze. Darum können wir da gar nicht immer alle reinkriegen, die auch rein wollen. Aber momentan, gerade mit dem Osterevent und so, ist auch ein sehr guter Zeitpunkt, um mit Shakes and Fidget anzufangen. Gerne auf EU4, gerne versuchen, bei uns auch einen Gildenplatz zu ergattern. Und gerade wenn er was gechillt für nebenbei sucht, also ich habe jetzt gerade wieder die Shakes and Fidget Zeit meines Lebens. Wenn ich abends nicht campe beim Eventboss der Ente jetzt, ne, und nebenbei ein Video schneide, dann bin ich nebenbei in Shakes. Mach da ein bisschen entspannten Stuff, logge wieder rüber. Zweiter Bildschirm, zack, Ente ist da, ab in WoW, wieder ab in Shakes, sehr entspanntes Nebenbeigepimmel. Und gerade jetzt mit dem Event kann man da sehr, sehr gut auf Fuß fassen, sehr, sehr gut klarkommen in der Welt. Also wenn da gerade jemand mit dem Gedanken gespielt hat, dann kann ich das gerade auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Hier sind wieder nur, oh, Zentauren auch, okay, Gilden-Invite kriegen wir auch hin. Nur muss ich erstmal ein bisschen zusammenpullen hier. Unsere Gruppe hat ja glücklicherweise ganz gutes Gear. Da musst du dann nicht bei jedem nochmal hinterher spotten. Das kriegen die auch ganz gut hin. Heute ein Teppich gezogen. GZ, ey, echt viele heute. Das ist schön zu lesen. Dann bin ich demnächst bestimmt auch dran. Oder... Matt Brandt möchte mit rein. Da kriegen wir hin. Willkommen, willkommen. Und dann gehen wir schon auf die 100 Kills zu. Wunderbar. Ja, leider gerade ein paar Gruppen mehr hier. Aber das lässt sich nicht vermeiden, ne? Das ist so ein bisschen Kampf. Kampf, Kampf. Aber das ist natürlich so, wenn ein Sturm mal außerhalb vom Azurgebirge ist, ne? Dann rein. Neuer Teppich. Kann droppen beim Eventboss der Ente vom Nobelgartenfest. Spawnpunkt in Durotar und Wald von Elven. Für die Allianz dann natürlich Wald von Elven. Für die Horde Durotar empfehlenswert. Wenn ihr eure Karte dort öffnet, müsstet ihr einen Stern sehen. Dort ist das Nest. Rund um das Nest drumherum kann regelmäßig ein goldenes Ei spawnen. Dieses goldene Ei muss zum Nest gebracht werden, dann spawnt dort der Entenboss. Und der droppt einmal täglich pro Char ein queststartendes Item. Dieses queststartende Item könnt ihr abgeben und bekommt einen Korb. Und in dem Korb können entweder Teile von den Frühlingssets drin sein oder das neue Teppichmount. Du bekommst den nicht. Wir hatten Streamer-Luck. Meinst du, es ist umgekehrt diesmal? Ah, damn. War ja bei einem der letzten Drachenskins auch so, ne? Da hatte ich beim Braufest und beim Winterhauch ja Glück mit den Rüstungen. Aber ich glaube, Liebe liegt in der Luft. Hat er auch eine Rüstung, oder? Die habe ich nicht bekommen, meine ich. Fürchterlich, Junge. Fürchterlich. Aber nur pro Tag einmal täglich, ganz genau. Ich sehe, das habt ihr absolut verinnerlicht, Freunde. So muss das auch sein. Sonst hätte ich noch einen Entenguide machen müssen. Aber so konnten wir das heute vermeiden. Easy. Habe im World Wide Web auch Waffen-T-Mox gesehen. Können die auch droppen? Ich glaube, Waffen haben wir nicht beim Oster-Event. Du hast bestimmt gesehen vom Data-Mining, was rumging. Diese Recolor-Teile von TBC und so. Aber die sind bisher nicht aufgetaucht. Könnte sein, dass wir mit dem kommenden Time-Running Pandemonium-Event zu tun haben. Oder mit irgendwas, was sie für Classic basteln? Ich weiß es nicht, aber mit Ostern dürfen die nicht viel zu tun haben. Unsere Gilde bei Shakes heißt Crafts Leertaste Army. Leertaste bitte nicht ausschreiben. Und ist auf EU4. Ist in der Regel dauervoll, aber sobald jemand inaktiv ist, dann fliegt er eigentlich raus und dann gebe ich den Platz neu frei. Darum am besten immer mal schauen, ob ihr gerade beitreten könnt. Einfach immer mal bisschen regelmäßig looky-looky und dann kann das hinhauen. Hätte ich jetzt fast gemacht, ja. Wir hatten den Fall schon, deswegen sage ich das manchmal dazu, also.
Da gab es schon Schreibweisen, ja. Obacht, Obacht. Wenn es euch nicht trifft, dann umso besser. Aber ich weiß, der eine Dude, der das durchziehen würde, der hört auch immer mit, ne? An den müssen wir denken. An den müssen wir denken. Der Spot hier oben, der war sehr, sehr schön gerade. Davon gerne noch mehr. Und die armen Bakar, die können doch nichts dafür. Toll, jetzt töten wir hier mit 5 Leuten die armen Hundis. Mann. Kann mir wer helfen? Möchte im Klingenhügel die Quest fürs Event abgeben. Komm mal aus Waldracken. Auf der Minimap goldenes Fragezeichen. Fliege an und es stehen dort Thrall und viele Tische, ähnlich wie bei der Traddy-Quest. Boah, dann ist das auch das Traddy-Quest-Phasing, ja. Wie bekommst du das weg? Hast du die Traddy-Quest noch irgendwie offen? Kannst du die abbrechen? Ansonsten fürchte ich fast, ist die Antwort, musst du machen, um das Phasing wegzukriegen. Wenn jemand eine schlauere Idee hat, gerne raus damit. Aber meistens wird man so ein Phasing ja nur los, indem man den Phasing-Auslöser los wird. Und das ist entweder Quest abbrechen oder Questreihe abschließen. In der Regel dauervoll, ja. Das trifft auf die Gilde und auch die meisten Member zu, ne? Ey, aber haben wir gut durchrasiert, ja? Unsere hochstufigen Member, denen habe ich ja irgendwann auch Offizier rangegeben, weil die haben mich im Level überholt, dann wusste ich, okay, die machen irgendwas richtig. Und wir haben jetzt 2, 3 Raids hintereinander geklärt mit der Gilde in Shakes. Das war richtig insane. Oft hatten wir das Problem, dass sie ein bisschen zu wenige angemeldet haben. Und dann haben wir so 3 Wochen jeden Tag reingeradet und sind immer am Endboss gewiped. Und jetzt auf einmal hintereinander, Junge, zack, 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 hat das geschallert. Das war schon geil, ne? Das hat sich auch auf die Belohnungen sehr gut ausgewirkt. Kannst du ja dann auch in die Gilde investieren, irgendwie mehr Gold dann kriegen über die Gilde. Und was war es noch, mehr EP oder was auch immer. War schon cool, ey. Ist schön zu sehen, wenn so ein ursprüngliches Sponsor-Segment dann wirklich mit reinwächst, ja. Das ist immer mit das Coolste, was passieren kann. Sicherlich ist auch nice, einfach mal ein Sponsor-Segment für ein Game zu haben. Guckt man sich gemeinsam an, hat einen nicen Stream, war geil, ja. Aber wenn das dann so schallert, dass wir eine dauervolle Gilde haben und sogar in dem Game ein bisschen was reißen, das ist natürlich nochmal cooler, ne. Das ist so der Dream, der selten passiert. Aber da war er mal wieder. Da war er mal wieder. Ehre. So, ich bin bei 176. Das heißt, auch die anderen dürfen nicht allzu weit entfernt sein. Mein Tipp wäre übrigens noch, wenn ihr eine Random-Gruppe joint, dann guckt, wo die Leute hinfliegen. Ja, gebt dem Tank am besten einen Mark oder so, wenn ihr merkt, da fliegt einer vor. Weil was ganz schlimm ist, ist, wenn die Gruppe sich dann so weit auseinander verteilt, dass man von den anderen, die auch Kills machen, die nicht mit angerechnet bekommt. Das sind immer richtig starke Schmerzen, die ich da habe. Und darum, wenn eine Random-Gruppe joint, vielleicht jetzt erst den Erfolg angeht, ja. Joint auf jeden Fall eine Gruppe. Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh. Da sind ganz viele offen, ja, organisiert, benutzerdefiniert, einfach Storm, bam. Das sind alle Storm-Gruppen, ja, let's go. Und dann schaut, dass ihr ein bisschen zusammenbleibt, weil sonst geht's euch wie dem Don und ihr habt eine 166 und das ist natürlich giga-cringe. Der Don. Der ist heute nicht in Form, sage ich. Der hat keine 100 gerollt auf das eine Token. Was er mir dann sowieso geben wollte, hat er geschrieben. Braucht er gar nicht. Da hat er seine wahre Kraft der so nie anwenden müssen. Aber auch hier, ne? Der Don ist so ein Sozialer, der hat die Hundekills nicht mitgezählt. Weißt du? Das ist stabil. Ein Vorbild für uns alle. Dr. Corks mit dem 9. Monat. Vielen Dank. Bis heute endlich fertig geworden mit dem Sturmjäger-Erfolg. Nach Arbeit waren genau die beiden an der Küste, die dir fehlten. Alter, das ist wirklich der Dream, ne? Das ist aber wirklich der Dream. Normalerweise ist ja so, es ist immer der ab, den man schon seit 100 Jahren hat. Aber beide, die man noch braucht, was für ein Geschenk. Mir fehlen auch noch diese Tuska-Angellöcher, das immer zur blauen Gebirge und das bei Türhold. Die waren jetzt auch gefühlt seit 100 Jahren nicht. Frechheit. Aber ich bin zeitnah fertig und wir machen natürlich, bis ihr auch fertig seid, ja. Das ist klar, das ist ja jetzt kein großer Aufwand, sage ich. So, einmal rauf da. 2 Feuerstürme fehlen mir noch. Hey, let's go, nice one. Taldrassus und Onara, dann bin ich mit den Stürmen fertig. Ich glaube, so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Ich mache nur mal ein bisschen Inventarplatz hier wieder. Ihr kennt das Problem. Bup, bup, bup. Weg mit die frischen Epics und diesen komischen No-Good-Verkleidungen hier. So. Weg damit, weg damit, weg damit. Sehr schön. Da wird geblinkt und hier ist noch eine Rufmarke. So, noch mehr Platz.
Dann können wir da uns mit reinstürzen. Ja, guck mal. Hier stehen noch ein paar vereinzelt mit rum. So mögen wir es. The Sands, vielen Dank für das Abo-Geschenk. Das Polly Roger Mount ist ein Drachenreiten-Mount. Ja, das ist sehr cool, ne? Das muss ich auch direkt ausprobieren. Da hatte Merritt sofort von geschwärmt, meinte, das ist so anders, den fliegt er nur noch. Als ich den erspielt hatte, muss ich auch gleich drauf. Da habe ich dann ein paar von den Drachenrennen fertig gemacht für einen Meter, die mir noch fehlten. Und da habe ich mich auch ein bisschen drin verliebt, ne? Da habe ich mir drin verliebt, weißt du? Ist schon cool, zack. In was verwandelt man sich, wenn man damit aufsteigt? Ist man dann Babyvogel? Wait, kannst du gleich nochmal aufsitzen? Weil sonst wird man ja ein Babydrache. Haben sie bei Polly ein Babyvogelmodell dann, wenn man mitfliegt? Das wäre ja insane. Warte mal, da ist er. Oh nein. Nein! Ist einfach abgehauen. Scheiße. Aber ich warte hier. Vielleicht hat er es gehört. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Ansonsten habe ich gesehen, donnert den Erfolg auch. Ehre. Latro mit dem 6. Dankeschön. Ihr habt jetzt auch neue Infos zu WoW Within. Also diesen Monat müsste die Alpha starten. Und sicherlich ab da geht dann wieder richtig Data Mining und so weiter los, ja. Aber bis dahin hält sich sehr in Grenzen aktuell. Sollte jetzt aber im Laufe des Monats eigentlich ordentlich ballern. Man wird dann Mini-Papagei. Da ist er wieder. Ah, jetzt können wir nochmal tryen. Aber ich glaube, wir müssen Outfight sein. Okay, wir gucken uns da gleich nochmal an. Dankeschön fürs Zukommen. Ist immer nicht so einfach im Krieg hier, ne? Ich weiß, ich habe immer die besten Ideen, während wir uns hier durch tausende Mobs schnetzeln. Aber jetzt müsste es gleich gehen. Wir sind immer noch in Fight. Ich raste aus. Tod dem Zentauren! Und er lebt einfach ewig, Junge. Zieht euch den rein. Der hat einfach die heftigste Defense aller Mobs. Alter. Jetzt! Ja, ich bin ein Babybird. Wie cool. Guck mal, mit Knochenschild. Neues verbündetes Volk, Papagei. Ehre. Okay, ist ja cool, dass sie dran gedacht haben. Dankeschön fürs Zeigen. Danke fürs Sabotieren. Dieser Glaubenssprung, ne? Den hatte ich aber auch verdient. Der Don musste ganz schön bluten heute. Und sind alle fertig? Ich denke ja. Wenn ich mir das Massaker hier ansehe, da wart ihr fleißig hinter dem Hügel. Dann glaube ich, können wir abzischen, oder? Ein Schuss in den Ofen und so weiter. Lässig, lässig. Dankeschön. Jetzt ist es soweit. Ich habe mit der Maus im Stream rumgeklickt, weil ich die Kamera drehen wollte. Oh, da braucht man wirklich Urlaub, ja. Das geht ganz, ganz schnell. Plattenstiefel-Token. Habe ich eins? Wenn ja, brauche ich es nicht. Dann komm gern nochmal rangeflattert. Dann gebe ich dir das gerne rüber hier, was ich habe. Nochmal alle Keys kurz auf 20. Ja, vielleicht die aus Shadowlands. Sonst wird knapp, glaube ich, Don. Ach, an sich gerne. Wir sind aber schon 4 Minuten drüber, ne? Das ist das Problem. So, du, warte. Ich habe hier einen Umhang. Ich habe hier Stiefel. Ich habe auch noch eine Hose. Und ich habe sogar noch eine Brust. So, maybe kannst damit was anfangen. Bitteschön. Immer gern, immer gern. Cool, Leute. Na, das hat doch geklappt hier. Auf Ehre. Vielen lieben Dank. Ich nutze die aktuelle Sturmgear aus, um meine NHC und HC-Sets von allen Klassen noch voll zu machen. Da ist mir wurscht, welcher Sturm ab ist. Oh, das geht natürlich auch gut, ne? Einfach mit reinfarben da, die Teile rausziehen, ab in die Schmiede. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Idee. Feuerbad mit der 10 dabei. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, dann hätte ich gesagt, wir machen noch ein Giveaway, oder? Zum Abschluss noch ein kleines Mount auf Nacken. Das war ja heute wieder eine perfekte Runde. Sogar noch Erfolg mitgenommen. Leider kein Kerkermeister-Mount. Das ist halt toxic wie Fick. Aber da müssen wir durch, ne? Das hilft leider nicht. Da müssen wir einfach durch. Mal gucken. Was ich noch in der Tasche habe bei unseren Giveaways, könnt ihr in der Regel alle mitmachen. Einzige, was ihr haben solltet, ist ein aktiver WoW-Account, damit ihr euch das auch abholen könnt, was wir hier verlosen. Wir können mittlerweile serverübergreifend handeln. Wir können auch fraktionsübergreifend handeln. Darum, wenn euch gefällt, was ihr seht, dann müsst ihr gleich, nachdem ich es vorgestellt habe, nur auf den Chat achten. Da wird nämlich in wenigen Minuten unser Bot aktiv. Der schreibt sowas wie, hey, Giveaway für ist losgegangen. Wenn ihr das seht, dann habt ihr 2 Minuten Zeit, Ausrufezeichen Waffel einzugeben. Und damit landet ihr im Lostopf. Und aus dem Lostopf ziehen wir dann quasi den Gewinner. Das ist soweit der Plan. Und jüngst habe ich ja wieder ein paar schöne Sachen in die Tasche bekommen.
Darum können wir da auch wieder was Leckeres verlosen. Yes. Habe nie die Zukunft der Primalisten gemacht und nun ist es Teil vom Meta. Oh ja, das kommt dann schön, ja, den Buckel runtergerutscht. Oh ja. Gefährlich, gefährlich. Masimoto, hi. Gut, wir haben in letzter Zeit sehr viel bei Schattengram geholfen. Darum würde ich sagen, ist es nur fair, dass wir eins der legendärsten Ponys aus dieser Zeit und auch heute noch mal wieder unter die Leute bringen. Die Rede ist vom scharlachroten Todesstreitross. Das Mount, das man neben Wappenrock und Jaina Halskette, die ein Portal öffnet und so geschenkt bekommt, wenn man die legendäre Axt Schattengram fertiggestellt hat und sein eigen nennen darf, lehrt euch, wie man dieses Reittier beschwört. Dafür stelle ich also unser Abschluss-Giveaway für heute ein. Während ich das tue, wie immer die Empfehlung, scrollt gern mal unter den Stream. Da findet ihr alle tollen Angebote meiner lieben Sponsoren. Wir haben zu essen, zu trinken, anzuziehen, auszupacken, alles, was das Herz begehrt. Mein Streamplan, Hörbuchkanal, Gamingkanal und, und. Vielleicht ist da ja was für euch dabei. Natürlich haben wir auch entsprechende Commands im Chat von Ausrufezeichen Holy Gates und Käse über Hörbücher und Streamplan. Da kann man sich sogar, wenn ich offline bin, dann entsprechende Infos holen. Sollte man derer bedürfen, möglicherweise interessiert euch ja etwas davon. Und ich glaube, unser Bot hat heute sogar Bock. Das ist schön. Der Bock-Bot. Wie hieß das Ding jetzt genau? Scharlachrotes Todesstreitross. Scharlachrotes kann ich schreiben. Scharlachrotes Todesstreitross. Habt ihr gemerkt, da war schon so eine frustrierte Akzeptanz in der Stimme. Ich kann nicht schreiben. Naja, life is pain. Scheiße, Junge. Aber es scheint funktioniert zu haben. Und darum würde ich sagen, let's fets, achtet auf den Bot, wenn der sagt, geht los, einmal Waffel rein und dann mit dabei sein. Dankeschön fürs zur Verfügung stellen dieser wunderbaren Tierchen, dieser herrlichen Items und des allgemeinen Freudespendens. Jawohl. Geil, dass du die Schultern hast. Haben sie auch lange gefarmt, leider nicht bekommen. Mittlerweile hat man ja den Schlacht um Orgrimmar Skip, ne? Und mittlerweile hat man, soweit ich weiß, auch keinen Disconnect mehr, wenn man den anwendet. Das war wohl am Anfang so. Und darum kamen jetzt auch viele wieder mit so einer zweiten Welle Farmlust richtig in den Geschmack. Aber ich hatte echt Glück, die habe ich schon richtig lange. Da haben wir Schlacht um Orgrimmar so gefarmt, wie heute Mausoleum der Ersten. Das ist so lange her, dass wir irgendwo in WoD Legion oder was auch immer quasi T-Mog Raids gemacht haben. Und da dann das Höchste, was wir laufen konnten, Schlacht um Orgrimmar war. Absolut insane. Ja, und heute rennen wir Mausoleum. Ein paar Jahre davor sind wir dann Nachtfestung gerannt und so. Und damals waren es die SOO T-Mog Runs. Ja, und da sind die Schultern gedroppt für Amanda, einen Hexenmeister. Der konnte mit denen nicht viel anfangen und zack, Full Streamer Loot hatte ich die Innertasche. War dann erlöst, durfte nur noch das Mount farmen, aber lang ist her, ja. Lang ist her. Shion, hallöchen. Wir hauen gerade noch ein schönes Pony raus, dann sind wir fertig für heute, haben noch einen schönen Elementarsturm mitnehmen können, ja. Also da waren es wieder sehr, sehr schmackhafte Runden. Und heute Abend ganz genau um 21 Uhr geht's weiter mit Spider-Man. Bin gespannt auf das, was wir diesmal aufdecken werden. Dann hat Spidey am Freitag ja Pause. Da sind wir dann in Final Fantasy und Sonntag ist wieder Spidey. So oder so ähnlich behalten wir das, denke ich, auch bei. Die Droprate von den Schultern, die ist schon wirklich rar. Ne? Also es ist ein Rar-Drop. Es gibt ja Leute, die rennen rein, haben dreimal das Mount und noch nicht einmal die Schultern. Also da sprechen wir schon von sehr, sehr asozial. Ne? Wirklich schmerzhaft. Goodie! Wir schauen, wer unser Pony von heute gewonnen hat. Und dieser Gewinner hört auf folgenden Namen. Muss ich nur noch mal gucken, wo ist er denn, der Bot? Da. Dieses Pony hat gewonnen. Monchichi. Monchichi, wenn du da bist, dann melde dich jetzt gern. Und dann werde ich dich irgendwie rüber in meine Gruppe ziehen. Und dann wirst du dieses herrliche Pferdchen dein eigen nennen dürfen. Dankeschön, Monchichi ist da. Wunderbar, dann würde ich dich bitten, mir im Twitch-Chat noch den Namen des Charakters zu schreiben, mit dem du kommen möchtest, damit wir auch wissen, dass du das wirklich bist. Ne?
Und dann einmal anmelden, da wo wir immer listen, unter organisiert, Schlachtzüge klassisch und da die Gruppe LOL, L-O-H-L, damit wir auch in einer Gruppe landen können hier. Eisdottenmarmelade. Können wir das glauben? Das scheint mir sehr legitim zu sein. Ganz sicher? Na gut, wenn du sicher bist, dann. Oh nein, irgendwann bringt einer so einen Gag und ich gehe drauf ein. Und der eigentliche Gewinner glaubt dann wirklich, dass du es einfach durchziehst, Don, ne? Dass du gerade komplett auf Full-Verarsche-Modus bist, ich drauf reinfalle und sein Gewinn weg ist, wird dann total panisch, fängt an zu schwitzen. Oh nein. No, no, no. Das machen wir natürlich nicht. An sich können wir auch Server- und fraktionsübergreifend handeln, wie gesagt, aber leider ist ja der fraktionsübergreifende Aspekt in WoW noch nicht ganz so ausgeprägt, wie wir das gerne hätten. Das heißt, wenn ihr mit einem Allianzler kommt, dann müssen wir tatsächlich in den Dungeon fliegen. Du hast es schon. Das kann passieren. Dann ziehen wir einen zweiten Gewinner. Dann hat nicht Monchichi gewonnen, sondern Audi Driver. Audi Driver, wenn du da bist, dann melde dich gern. Ehre wäre jetzt, wenn Don gewonnen hätte. Junge, das wäre so krank. Da hätte man keinem erklären können, dass das nicht scripted war, ne? Ach du Scheiße, aber ja, Audi Driver, wenn du da bist, selbe Regel, du kommst mit zerbrechlich direkt am Stissel, sehr gut, Dankeschön, Dankeschön, und dann, ja, war ich gerade bei der Ali-Erklärung, genau, also da müssen wir kurz oben in die Akademie fliegen, ja, die ist ja hier im Norden von Waldracken und in dem Dungeon können wir dann handeln, also da ist das mit diesem instanziert und offene Welt und nicht, da ist das noch nicht so ganz ausgeweitet mit dem Zusammenschluss, wie man es vielleicht gerne schon hätte. Ja, aber kriegen wir immer alles hin. Darum halb so schlimm. Zerbrechlich ist allerdings ein untoter Todesritter. Und das bedeutet, wir können uns den Großteil dieser Aktivitäten auf jeden Fall sparen. So mögen wir das. Audi bekommt es sehr verdient für die Tapeten-Story. Also, man muss sagen, Tapezieren ist auch immer wie so eine richtig räudige Weltquest, ja. Und darum kann so ein Pferd, das mit der Essenz des Todes beseelt ist, da, denke ich, ein fairer Ausgleich sein. Mein Herz rast gerade, oh nein, da rast nicht nur der Audi, sondern auch das Herz. Aber so soll es sein, wenn man ein schickes neues Mount bekommt, oder? Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Warte einfach hier in der Mitte und dann Attacke. Drückt mal die Daumen für meinen Farm die Woche, für Elegon. Ja, den darf man auch in der Sammlung haben, oder? Daumen sind gedrückt und Pferdchen ist einmal abgeliefert. Geht Sadie an dich. Wenn schlechtes Mock kein Mount, ja. Dann einfach schnell Gruppenkick und nächsten Gewinner ziehen, Junge. Das wäre auch wild, aber müssen wir uns in dem Fall keine Sorgen machen. Schön tentaklich, der Bruder. So mögen wir das. Cool. Freunde, dann war das, glaube ich, eine wunderschöne Runde zum dieswöchigen ID-Auftakt. Wir haben leider keinen Zeitwanderungsraid, sonst würden wir da die Woche reinschwitzen. So bleibt uns aber dafür der Start der neuen SOD-Season. Bisschen Final Fantasy, bisschen Spider-Man, bisschen Ghost und wenn Retail, dann ganz viel T-Mog, ganz viel Mausoleum und vielleicht ein bisschen Enten- und Elementarsturm gleichermaßen, ja. Wird also eine schöne Woche, wird eine entspannte ID. Freue mich, wenn ihr mit am Start bleibt und freue mich, wenn ich weniger Drachenschwänze in meinem Gesicht habe. Ja, perfekt, weil Drachen ist auch nicht groß genug. Alle müssen bei dieser Bank parken. Ist mir egal. So, das ist jetzt mein Endscreen für heute. Freunde, vielen Dank für die wunderbare Runde. Vielen Dank für die nicen Talks, die herrlichen Runs und den fabelhaften Support. Solltet ihr noch Fragen haben, wie gerade vom Giveaway schon gesagt, unterm Stream findet ihr alles Wesentliche verlinkt. Könnt ihr gerne mal runterscrollen und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst, vielleicht sogar heute Abend, gesund und munter wiederhören. Macht es gut, passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.